Moin, herzlich willkommen hier auf Johns MOBA zu einer neuen Folge. Heute werden wir uns beschäftigen mit dem Gladiators Fight Ludus von der Firma Italeri. Und ihr seht schon, das hier ist keine Modellbahn, exakt. Trotzdem, wenn ihr reiner Modellbahner seid, bleibt dran, denn es gibt hier ganz interessante Vergleiche zum Thema Modellbahn, die ich mit euch gerne mal ziehen würde, insbesondere was das Pricing angeht, die Produktqualität und alle diese Dinge. Denn da ist das schon ganz interessant, dass im Plastikmodellbau ganz andere Gesetze gelten als im sehr nah verwandten Modellbahnbereich. Grundsätzlich zu diesem Set, was kann man dazu sagen? Es gibt von der Firma Italeri, die angefangen hat 1962, solche kleinen Plastikmodellbausätze, also kleine Panzer, Figuren und so weiter, herzustellen, eine ganze Reihe von sogenannten Battle Sets. Battle Set heißt für Italeri, ich habe im Grundsatz eigentlich zwei sich gegenüberstehende Kriegsparteien plus dazu passendes Material plus noch ein passendes Gebäude oder mehrere. Da passt jetzt dieses Gladiators Fight nicht ganz rein. Also im Regelfall habt ihr da sowas wie zum Beispiel eben Ostfront 1944, sowjetische Infanterie, deutsche Wehrmachtsinfanterie, dazu dann zwei Panzer von jeder Seite und noch ein paar kleine Bauernhäuser oder so. In dem Gladiators Fight, der ist von 2020, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das ein bisschen anders. Da haben wir, das ist hier unten aufgeführt, wir haben hier unten also 24 kleine Gladiatoren. Wir haben zwei Streitwagen, solche Kriegswagen. Wir haben dann ein paar Löwen und Bären und wir haben 35 Legionäre. Und das ist auch das Einzige, was mich jetzt an diesem Set wundert, denn wenn ihr euch das anguckt, auch hier hinten dargestellt haben wir die Gladiatoren, die kämpfen, und wir haben dann die Legionäre, die irgendwie auf diesen Rängen hier stehen. Kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Und dann gibt es, wie gesagt, hier Gebäude, das seht ihr ganz unten jetzt da, der Hauptpunkt, eine Arena, ein sogenannter Ludus. Ein Ludus, was ist das? Das ist eine Übungsarena gewesen in Rom für die Gladiatoren. Das ist also nicht die Arena, wo dann später vor Publikum wirklich gekämpft wurde, sondern eben die Übungsarena. Entsprechend auch kleiner und deswegen für so ein Set hier gut geeignet. Das Ganze kommt hier in diesem wirklich schön gestalteten Pappkarton, der hinten wirklich, ihr seht, da ist noch Material drin, der hier hervorragende Fotos liefert, wie man das Ganze dann auch gestalten kann am Ende. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Es gibt dazu dann auch noch einen beschreibenden Text, was Gladiatoren waren, was die so treiben. Gehen wir heute mal nicht zu tief drauf ein. Ich verlinke euch unten so als erster Schritt das Thema Wikipedia. Da könnt ihr euch zu Gladiatoren belesen. In Summe muss man sagen, ist da eine ganze Menge mit dabei. Und hier wird gesagt 14 plus. Sprechen wir später nochmal drüber. Ich glaube, das geht auch jünger. Packen wir das erstmal zur Seite. Was ist da drin? Also wir haben ja gesagt, da ist das Thema Arena drin und da sind Figuren drin. Wir haben erstmal dann eine kleine Anleitung. Das ist hier so ein Blättchen auf 80 Gramm Papier mit Hinweisen zum Thema Bemalung. Da ist jetzt nichts zum Thema irgendwie Aufbau, Basteln, Zusatz nochmal mit dabei, sondern wirklich nur, wie sieht das Ganze aus, wie könnte man das bemalen und dann hier zum Ausschneiden, aber eben Pappe, quasi so ein Teil, was man hinten reinkleben kann in die Arena. Dann hat man 6 oder 7 solche Seiten hier aus Papier, aus Holz. Und da seht ihr hier, das ist hier, ein Teil habe ich schon gebaut, ein Teil noch nicht. So sind die Teile da drin in diesem Lasercut-Bausatz. Das sind jetzt hier die Sitzbänke für die Arena. Und davon gibt es, glaube ich, 7. Und dazu passend gibt es dann eine Anleitung. So sieht die aus, farbig, zumindest die letzte Seite. Davor schwarz-weiß, aber immer hervorgehoben in dunkelgrau die Teile, die jetzt verbaut werden sollen. Die ist gut, die Anleitung, hat nur ein ganz großes Problem. Und zwar seht ihr das jetzt hier, also ich meine, die Teile sind jetzt hier eindeutig, aber ihr seht, die haben alle so eine Nummer.
Das heißt also, da steht immer, nimm jetzt zum Beispiel Teil 26 und 25, bau das an. Ja, das funktioniert. Das funktioniert auch bei allen anderen Modellbausätzen so. Nur, wenn wir uns jetzt mal das hier angucken, da sind keine Nummern drauf. Das heißt also, es gibt auch keine Seite, wo jetzt irgendwie die Nummern hier hinterlegt sind oder sowas. Insofern ist es relativ witzlos, Nummern da ranzuschreiben in der Anleitung, wenn die später nicht auf den Teilen drauf sind. Man muss sich das also gut zusammenreimen. Großer Vorteil bei dem Ganzen ist dann, ich habe mal hier so ein paar Teile für euch, die noch nicht fertig aufgebaut sind. Das ist hier quasi die Bodenplatte von einem Teil der Tribüne. Das kann man dann zusammenstecken mit dem quasi zweiten Teil und so baut sich das Ganze dann hier auf. Und dann gibt es hier einzelne Teile immer, solche hier. Die steckt man dann relativ einfach, eigentlich so, wie man sich das dann denken würde, so zusammen. Und kann die dann hier reinstecken, raufstecken und wird dann relativ schnell feststellen, passt das jetzt oder passt das halt nicht. Und wenn es eben nicht passt, muss man es anders machen. Das ist so die grundsätzliche Herangehensweise bei dem Ganzen. Hier in meinem Fall zum Beispiel muss ich jetzt nur das eine Teil einmal umdrehen um 90 Grad und schon passt es hier in diese Löcher auf dem Boden des Ganzen. Ja, also das ist im Endeffekt relativ gut gelöst, dass man das wenigstens so zusammenstecken kann, wenn einem die Anleitung schon nicht weiterhilft. Man kann es auch alles danach dann mit Klebstoff fixieren, sollte man auch machen, aber erstmal zum Zusammenstecken ist das gut. Es gibt dann allerdings so ein paar kleinere Fallen und da ist es dann wirklich gefährlich. Und zwar, wenn ihr euch jetzt diese beiden Teile hier anguckt, sehen die eigentlich exakt gleich aus, bis auf diesen kleinen Nippel hier. So, und dieser Nippel ist unglaublich relevant, denn wenn ihr jetzt diese beiden Teile vertauscht, ihr baut das da auf, dann passt die nächste Ebene von der Tribüne. Die passt einfach nicht, die könnt ihr nicht raufbauen. Wenn ihr das dann schon festgeklebt habt, habt ihr Pech gehabt. Dann müsst ihr euch was anderes überlegen, müsst das abschmirgeln, abschneiden, wieder rausbrechen oder so. Ja. Insofern meine Empfehlung ganz klar, erstmal trocken zusammenstecken, dann zusammenkleben später. Und dann wird es auch ein gutes Ergebnis. Könnte man besser lösen, wenn man die Teile eben irgendwie markieren oder nummerieren würde. In Summe ist es so, das Ganze ist eben Wargaming approved, steht auf der Packung drauf, heißt also, man kann damit wirklich spielen. Und das sieht man auch an diesem Käfig, der ist jetzt nur grundiert, der bleibt nicht so, also nicht Angst bekommen, der bleibt nicht so, der ist jetzt erstmal nur grundiert. Da wird es auch noch ein eigenes Video dazu geben, wie wir eben hier aus quasi hellem Sperrholz einen Metallkäfig machen können. Aber erstmal so für euch. Der ist halt relativ grob. Also wenn wir hier mal so einen Römer reinstellen, da seht ihr, einzelne von den Metallstangen sind größer als sein gesamter Oberschenkel zum Beispiel. Also dieser Käfig wäre in der Antike, glaube ich, eine ganze Menge wert gewesen, wenn der wirklich aus Metall wäre. Einfach aufgrund der Menge des verbauten Metalls. Ist also alles relativ grob gehalten. Trotzdem macht es optisch eigentlich einen ganz guten Eindruck. Hier jetzt auch mal grundiert, da seht ihr aber auch, wie grob das ist, so ein Teil der Außenmauer. Ja, also man sieht definitiv, dass es nicht rund ist, sondern hier aus diesen einzelnen Teilen zusammengesteckt wurde. Das hält alles super, keine Frage, aber es ist eben keine hohe Modellbaukunst, sondern es ist eben relativ einfach gemacht. Da auch ein großer Unterschied zum Thema Modellbahn. Bei einem, sagen wir mal, echten Lasercut-Bausatz aus einem Modellbahnbereich wäre jetzt hier eine Abdeckleiste für oben dabei, dass man diese hässlichen Öffnungen nicht sieht. Sowas, da ist jetzt hier nicht dran gedacht, das muss man selber machen, das heißt, rauf aufs Papier, langzeichnen, aufkleben, habt ihr eine Abdeckleiste, seht ihr diese hässlichen Öffnungen nicht mehr. Aber soweit wurde jetzt hier bei diesem Bausatz eben dann doch nicht mitgedacht. Ich habe für euch auch mal einen Teil der Tribüne aufgebaut. So sieht der Teil der Ehrentribüne dann hier in aufgebaut aus. Und also das ist erstmal ein super massives, richtig großes, schönes Teil und in fertig aufgebaut sieht das auch richtig gut aus. Ich habe es jetzt hier auch schon grundiert, das Ganze, und angefangen auch schon ein bisschen zu granieren tatsächlich an den Kanten. Vielleicht sieht das der eine oder andere. Aber so sieht das Ganze dann aus. Auch von der Größe her passt das super zu den Figuren. Und ich sagte, ich habe es grundiert. Vielleicht da der kurze Ausflug. Also einmal hier Wolfsgrau
und Lederbraun habe ich verwendet von der Firma The Army Painter. Das ist ja quasi mein Supplier für Farben inzwischen geworden, einfach weil mich das inhaltlich so überzeugt, nicht weil ich von denen irgendwas kriege. Also ich muss auch das hier alles selber kaufen. Aber das funktioniert erstmal richtig gut. Und vor allen Dingen sind diese Farben ja auch dieselben, die man zum Malen am Ende hat. Das heißt, also, wenn hier mal irgendwas schief geht oder ich irgendwo dann doch nachmalen möchte, kann ich einfach die Farbe Lederbraun oder Wolfsgrau dann hier nehmen in dem Fall und nachmalen. Das Ganze ist viel wichtiger noch bei den Figuren, da kommen wir nämlich jetzt drauf. Hier habe ich Barbarian Flesh, das ist die normale Fleischfarbe, vergleichbar zu Revell 35, wer die noch kennt. Und die habe ich zum Beispiel verwendet, um hier die Gladiatoren zu grundieren. So sehen die dann aus. Davon gibt es zwei von diesen Glistern oder von diesen Plastikteilen gibt es zwei. Das heißt also, man hat hier auf der linken Seite Löwen, Bären, Löwen, vier Pferde, die beiden Fahrer und den Wagen. Und dann hat man hier auf der rechten Seite die 12 Gladiatorfiguren. Ja, also die sind vom Qualitätsniveau her echt gut, kann man nicht anders sagen. Also es gibt so ein ganz, ganz paar kleine Grate hier an den Jungs mit dem Beil. Ja? Die haben so ein paar kleine Grate, die man entfernen muss, aber ansonsten sind die qualitativ richtig, richtig gut, diese Jungs hier. Auch vom Zusammenbauen her, vom Wagen, kann ich da jetzt nichts Negatives sagen. Also wie gesagt, da gibt es zwei von. Ich habe ein zweites Set hier schon aufgebaut, kann ich euch jetzt mal zeigen. So sieht zum Beispiel hier mein Streitwagen jetzt aus. Ich habe mich jetzt hier für eine blau-goldene Farbgebung entschieden. Habe auch schon die erste Superung vorgenommen, also die kleinen Zügel, die ihr hier oben seht, die hier hinten bis zu dem Fahrer eben gehen. Die sind von mir jetzt ergänzt. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, und ihr seht, bei Italeri ist Standard, dass im 4 PS-Wagen zwei Fahrer sind. Für alle Asterix-Fans wichtiger Hinweis. Dann haben wir die kleinen Gladiatoren, die sind hier alle schon wieder umgefallen, also die stehen alle noch nicht so gut. Und die haben auch nicht diese riesigen runden Bases. Also auf den Fotos von dem Set, wenn ihr euch das irgendwo im Netz anguckt, stehen die Figuren alle auf so großen runden Füßen. Haben die nicht, die haben alle diese ganz normalen Standard kleinen Füße. Da ist gleich schon wieder einer umgefallen, so geht's gut los. So, also hier. Das ist jetzt mal eins dieser Gladiatoren-Sets in angemalt. So sehen die dann aus. Ist natürlich abhängig jetzt von euren Malfähigkeiten, von euren Wünschen. Ja, also so könnten sie aussehen. Ich würde mal sagen, vom Malskill her bin ich so im Mittelfeld. Irgendwo gibt es Leute, die das bestimmt noch deutlich besser machen und können. Ja, aber so in der Art sehen die dann aus. Ein super schönes Set. Passt auch gut zusammen. Ich finde, die Größe passt gut. Die Szenen passen gut. Da kann man tolle Sachen gestalten. Man hat auch tolle Beispiele auf der Packung schon für so verschiedene Gladiatorenkämpfe. Da gab es ja ganz unterschiedliche Disziplinen. Und ihr habt jetzt gesehen, das sind beides hier schon diese Baseplates für die Arena. So groß wird die in Summe, wen es interessiert. Die hat einen Durchmesser, wenn wir jetzt uns hier mal ein Maß nehmen von... Ist es, ja. Also der Innendurchmesser der Arena sind etwa 28 cm. Dazu kommen dann noch diese Außenbereiche, die haben jeweils so 1,8. Das heißt, da sind wir so beim Außendurchmesser 32, 33, großer Essteller. Ja. Dazu kommt dann das hier noch. Das heißt also, ihr braucht schon so, glaube ich, 40 mindestens in der Breite, wenn ihr das auf ein Diorama stellen wollt. Apropos Diorama, das war ja nicht alles. Es gibt ja noch was, was eigentlich aus meiner Sicht gar nicht dazu passt. Und zwar sind das diese Römer hier. Die passen natürlich jetzt von der Epoche her, aber haben ansonsten jetzt nicht viel damit zu tun. Also das wäre so ein bisschen wie wenn man sagt, wir nehmen ein Fußballstadion aus den 30er Jahren und dazu gibt es jetzt zu den beiden Fußballmannschaften gibt es nochmal einmal irgendwie Wehrmachtsinfanterie. So, in etwa ist das ja hier. Ich glaube, das liegt daran, dass Italieri jetzt selber keine römischen Zivilisten oder sowas im Programm hat. Es gibt von anderen Herstellern da schöne Sets, römische Senatoren oder sowas, die könnte man wunderbar, glaube ich, da auf die Bühne stellen. Kämpfende Legionäre, das sind schöne kleine Figürchen. Ja,
Ohne Frage. Es sind super coole kleine Jungs. Ja, sehen gut aus, wenn man sie schön bemalt hat. Kann man schöne Szenen mit darstellen. Also gibt ja sowohl die Nahkämpfer als auch die quasi Pilumsschleuderer hier. Und dann gibt es noch hier so eine Kommandogruppe mit Centurio und Standartenträger. Ich glaube, das sind die einzigen, die sind auch zweimal übrigens dabei, die man dann tatsächlich auch auf der Tribüne verwenden kann, weil die einfach so rumstehen. Also quasi hier Bogenschützen oder so machen jetzt nicht so viel Sinn auf so einer Tribüne beim Zuschauen auf einem ja, Übungskampf oder vielleicht auch echtem Kampf der Gladiatoren. Also insofern die kleinen Römer hier, ich finde, das ist ein schönes Set. Das könnt ihr aber auch einzeln hier genauso mit diesem Content hier zum Bemalen für 9 Euro kaufen. Ja, also da sind dann 35 drin. Normalerweise sind in diesen kleinen Figurensets, glaube ich, so um die 50 drin. Also nur mal, um so ein Preisrange hinzubekommen im Vergleich zu Modellbahnherstellern. Überlegt mal, was zahlt ihr für unbemalte Figuren bei Preiser zum Beispiel oder bei noch, wenn ihr da so ein Set unbemalte Figuren kauft. Bei den Plastikmodellbauherstellern bekommt ihr 50 Figuren unbemalt für etwa irgendwas zwischen 7 und 9 Euro, je nachdem, wie gut ihr einkauft. Das ist in etwa ein Drittel oder ein Viertel teilweise sogar dessen, was wir im anderen Modellbahnbereich bezahlen. Ja, das finde ich also ziemlich krass, dass der Modellbahnbereich da etwa 3- bis 4-mal so teuer ist. In Summe kostet das Set mit dem, was ich euch jetzt vorgestellt habe, da sind also noch mehr von diesen Wandteilen dabei, dass man das komplett schließen kann. Eine Tor ist noch damit dabei und natürlich noch eine weitere Tribüne, nicht nur diese hier. Kann man das kaufen für knapp unter 50 Euro. Also irgendwo zwischen 46 und 50 Euro liegt es eigentlich überall. Finde ich preislich okay tatsächlich für das, was man geboten bekommt. Ob man jetzt hier tatsächlich diese Römer dazu gebraucht hätte, das ist eine andere Frage. Ja, das glaube ich nicht. Was ich aber schön finde an dem Set ist, ist das Niveau. Also die Anleitung ist das eine, habe ich euch eben gesagt, das ist nicht so gut. Aber das Gesamtniveau ist so, ich kann das wunderbar mit auch Kindern machen. Weil diese Teile sind stabil genug und groß genug, dass ich mit einem Kind hier zusammen das aufbauen kann. Ich habe ein cooles Thema, ich habe Tiere dabei. Tiere sind eh immer toll. Pferde, Löwen, Bären, super. Männer mit einem Schwert kommen im Regelfall eigentlich auch ganz gut an bei Jungs. War zumindest, als ich klein war, immer ein großes Thema für mich. Der Ritter mit dem Schwert oder wer auch immer war immer ein großer Held. Also insofern glaube ich schon, dass man hier coole Sachen machen kann mit diesem Set. Und dass das auch ein sehr schöner Einstieg sein kann oder eine schöne Zwischenbeschäftigung zwischen anderen Projekten oder jetzt gerade im Sommer. Ja, wenn ihr im Sommer sagt, bei 40 Grad im Schatten möchte ich nicht unter das Dach zur Modellbahn, möchte aber trotzdem ein bisschen Modellbau betreiben. Warum nicht zwischendurch mal sowas ausprobieren? Die anderen Sets sind, glaube ich, teilweise weniger Kinder geeignet. Also ich meine, ist jetzt immer eine Erziehungsfrage, will ich keinem reinreden, aber wer quasi irgendwie so Endkampf Ostfront 44, Wehrmacht gegen sowjetisch vorrückende Truppen mit seinem Sechsjährigen irgendwie nachbauen will, soll das machen. Ich halte es jetzt halt für weniger angemessen. Da ist quasi so ein bisschen Ritterspielen vielleicht dann besser. Es gibt auch ein Set, das ist wahrscheinlich noch am meisten Kinder geeignet, doch viel mehr als das hier. Da sind englische Ritter, französische Ritter und eine Burg dabei. Und die Burg scheint, nach dem, was ich auch gesehen habe, ähnlich zu sein wie das hier. Also massiv, gut zu bauen und top für Kinder geeignet. Also das ist vielleicht sogar noch mehr geeignet als das hier. Aber ich fand das einfach vom Setting hier jetzt ein bisschen schöner und für mich passender. Weil so eine Burg brauche ich jetzt nicht zwingend gerade, aber so ein Gladiatoren-Arena-Kampf, ja, wo kriegt man den sonst? Nirgendwo. Also auch wenn das jetzt hier ein paar Dinge hat, wo man sagt, das könnte man schöner machen. Es ist das einzige Set einer Gladiatoren-Arena, was ich überhaupt jemals irgendwo kennengelernt habe, wo man das mal machen kann und mal bauen kann. Und insofern sowieso schon mal Daumen hoch, Preis ist auch okay, es ist schöne Abwechslung dabei. Und wenn man die richtigen Farben hat, dann macht das Ganze auch gleich nochmal deutlich mehr Spaß. Ja, also so viel für heute. Beim nächsten Mal geht es wieder ein bisschen mehr um das Thema Modellbahn, aber ich wollte euch das einfach mal auch anders vorstellen, weil bisher, wenn ihr diese Battlesets von Italieri im Netz gesucht habt, findet ihr ganz tolle Unboxings, die aber nicht zeigen, wie sieht das Ganze später im Bau aus und welche Probleme gibt es dabei. Das war der Hauptgrund, warum ich dieses Video jetzt für euch gemacht habe, um euch die Punkte einfach aufzuzeigen. Achtung beim Aufbau,
nicht direkt zusammenkleben und beim Bemalen ja vielleicht von vornherein auch auf so Sprühfarben setzen, die einfach dann aus, ich male hier 6 Stunden eine Tribüne an, ich male sie 5 Minuten anmachen und dann kann ich mich später 6 Stunden um die Feinheiten und Details kümmern und habe ein richtig tolles Ergebnis. So viel für heute erstmal. Wenn ihr schon länger mit dabei seid, freue ich mich immer, wenn ihr wieder kommt. Und wenn ihr frisch mit dabei seid, vergesst nicht, es gibt einen Abo-Button, den dürft ihr natürlich gerne klicken. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.